0-Sieg. Und gleich an unseren Gast, Herrn Tipico, das Wort richten für ein Fazit, bitte. Ja, also wir sind einmal sicher dahergefahren, dass wir unser Negativlauf beenden. Und haben eigentlich wirklich alles dafür getan, dass das nicht zustande kommt, weil ich denke, wir waren, glaube ich, ab der ersten Minuten eigentlich nicht am Platz. Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften wirklich ein Spiel, wo die Zuschauer auf harte Probe gestellt worden sind. Und speziell von unserer Seite war das im Offensivspiel gar nichts. Und war das Beste nur das Resultat, aber alles andere, wenn nur, ich glaube, war da hätte irgendwas passieren müssen. Dann passt es eigentlich zu unserer Situation im Moment, dass man rauskommt, in der Kabine bespricht, dass man eigentlich noch im Rennen wäre, wenn man natürlich noch vorhin mehr investiert. Kriegst du dann ein eigenes Tor, wo ich sage, ohne Zweikampfverhalten an der Seite und dann macht der Meier das Goal. Und dann ist es natürlich umso schwieriger geworden für uns zurückzukommen, weil wir am ersten kein Tor möglichen außerhalten können. Und zweite war es dann auch so, dass wir eigentlich alles vermisst haben lassen, um Tore zu erzielen. Und deshalb muss ich wirklich sagen, hat dann eigentlich Neustadt verdient gewonnen. Und wir selber müssen sich schon die Frage stellen, wenn man Profi ist, dass man natürlich auch schlecht spielen kann, aber zum Profi gehören Bereitschaft, sich zu gewöhnen, und das war heute für mich eigentlich über die gesamten 90 Minuten nicht sichtbar, und deshalb bin ich wirklich, der was eigentlich immer zu seiner Rolle steht, sehr, sehr enttäuscht von dieser Leistung. Ja, bitte, ungewohnte Situation, das wartet dich. Ja, also es wird keine überraschen, dass wir rundum glücklich sind. Es ist für uns keine leichte Situation gewesen mit dem Rückstand. Wenn der Tabellenzweite kommt, dann über riesen Wertschätzung für das, was der WAC dieses Jahr erreicht hat. Es ist dann trotzdem so, dass es als Basis gut ist, wenn du weißt, dass du gegen einen Gegner gewinnen kannst. Das haben wir gegen den WAC zum Glück aufgrund der jüngeren Geschichte. Und es sind einfach total viele Dinge aufgegangen, die in den letzten 10 Tagen passiert sind. Mit der Verpflichtung von Steff ist wirklich dieser Schwung hineingekommen, den wir sich alle gewünscht haben. Und es sind heute total wirklich viel, viel positive Punkte, die man herausheben muss. Jeder kennt unsere Anzahl an Toren, die wir bekommen haben in den letzten 1,5 Jahren fast. Und wenn du dann gegen eine auch offensiv sehr gute besetzte Mannschaft vom WAC praktisch keine Torschance zulässt, wirklich positiv ruhig am Ball immer wieder bist, nicht so viel leichte Ballverluste hast, die wir in den letzten Wochen oft hatten, und dann auf 2:0 gewinnt und der Stefan Mayhofer nur ein Tor schießt und alle anspringen, ist natürlich für uns ein toller Abend. Danke. Ja, darf ich euch um eure Fragen bitten? Frage an dich, die Ausschlüsse waren gerechtfertigt. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Also jetzt, wenn ich so von der Weite, muss ich sagen, haben sie einen zweifachen Eindruck hinterlassen, aber ich würde es mir da nicht dazu äußern, weil ich es nicht genau gesehen habe. Ja, also, wenn ich es mir dann genau anschaue, kann ich es mir wieder fragen, aber ich würde jetzt nicht Dinge sagen, die was mir dann vielleicht wieder irgendeinen Schaden anrichten, weil ich glaube, für das war das Spiel von uns zu schlecht, dass ich da irgendwas dann in den Raum stehe, wo manche erfreut haben. Weitere Fragen? Günther, wenn wir vor der Partie geredet hätten, hätte ich gesagt, der Stefan macht es 1-0 und ihr gewinnst da halt 2-0. Hättest du wahrscheinlich gesagt, das ist viel zu kitschig? Oder es wäre viel zu kitschig, wenn man das im Vorfeld sagt? Also ich habe mich schon selbst angehalten, und das ist auch notwendig, und ich war überzeugt über die Mannschaft 10 Tage von ihm gesehen, dass ich glaube, dass wir da im Bestfall auch 3 Punkte mitnehmen können. Wenn du Stefan Mayhofer holst, hast du auch die Hoffnung, dass ein Tor passiert. Es ist natürlich alles aufgegangen. Das passierte nicht immer, habe ich jetzt für möglich gehalten. Okay. Aber es ist natürlich wunderschön. Es ist natürlich, bin sehr lange da. Du kannst nicht Woche für Woche in Neustadt solche Siege feiern. Das sind für uns schon Highlights. Darum auch diese große emotionelle Freude nach dem Schlusspfiff, weil auch Drucksituation da ist. Und ich denke, dass das heute wirklich rundum ein guter Tag für den SC Wiener Neustadt war. Sonst noch Fragen? Gut, es keine Fragen gibt, aber das ist gleich.